Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Krunker. Krunker hat ein neues Update bekommen, ihr seht schon an dem neuen Overlay und es gibt eine neue Waffe und die Waffe habe ich mir auch schon gekauft, den Flammenwerfer. Und mit diesem Flammenwerfer werden wir jetzt einmal schauen, was hier abgeht. Wir spielen jetzt Team Deathmatch, ganz normaler Modus, kennt man schon. Es gibt inzwischen auch Fahrzeuge, das solltet ihr ja alle schon wissen, ne? Und wir fliegen einfach mal rein ins Getümmel. Da hinten ist schon ein anderer Helikopter, ich guck mal, ob ich den abballern kann. Ja, ich treffe den noch nicht, weil jetzt gibt's die ersten Hits. Ich wurde abgeballert, okay, es hat sich nicht gelohnt. Ich wäre am besten einfach nur reingeflogen. Wir wollen aber mal den Flammenwerfer ausprobieren, nimm ich mit, please. Deswegen, defeat, na gut, dann machen wir es halt in der nächsten Runde. Oh shit, wir wurden einfach von einer Noob-Army geschlagen. Fucking No-Skins. Oder Hacker, hm? Wer weiß. Dann sagen wir, spielen weiter Team Deathmatch. Wobei auch Capture the Flag lustig wäre. Und was es auch inzwischen gibt, ist die neue Raygun. Da überlege ich auch, ob ich die mal zeige. Oder ob ich im nächsten Video einfach mal den Quad-Launcher vorstelle. Weil der könnte auch ganz lustig sein. Aber wenn ich mit Main-Flammenwerfer rumlaufe, dann brauche ich eher eine Distanzwaffe als Secondary. Weshalb so ein Quad-Launcher vielleicht weniger angebracht wäre. So, Ah, da hinten kommt schon ein Flugzeug. Und das nächste. Oh, shit, der ballert. Der ballert auf mich. Oh, ich muss hier gleich raus. Ich muss hier gleich raus. Alles klar, Bro. Ah, was mich auch stört, dass man nicht so richtig hoch in den Himmel ballern kann. Wenn jemand über dir fliegt, dann kannst du wenig machen. Aber jetzt kommt mal der Flammenwerfer zum Einsatz. Wenn wir endlich mal nah rankommen würden an den Gegner. So, der verbrennt jetzt. Der verbrennt jetzt. Killed. Easy. Der drückt auch Schaden. Ist auch blöd. Meine Secondary ist jetzt nicht so stark. Da wäre die Raygun wahrscheinlich ein besserer Pick. Aber mal schauen, was wir draus machen. Als ob da irgendwelche Sniper oben auf dem Berg hocken. Wir haben auch nichts Besseres zu tun. Ne? Ich muss jetzt erstmal warten, bis ich wieder ein bisschen geheilt bin. Wie der einfach nicht checkt, dass ich ihn abballer. Ist der doof? Ich glaube, ich mache auch mal den Game-Sound lauter, damit ihr auch ein bisschen was hört. Ich habe den ja normalerweise immer aus. Ja, jetzt hört man auch was. Es war immer noch ziemlich leise, aber ja, was will man machen, ne? Wo sind eigentlich die Gegner? Ich bin gerade auf der gegnerischen Seite. Sind die Gegner auf unserer Seite? Kann doch nicht wahr sein. Ganz schön frech. Läuft richtig gut mit diesem Flammenwerfer ausprobieren. Lauf doch nicht rückwärts. Komm näher. Er läuft rückwärts, ist der du. Ich möchte doch mal in den Nahkampf gehen. Warum bleiben alle auf dem Fernkampf? Im Fernkampf bringt mir der Flammenwerfer nichts. Alles klar. Erst versucht da jemand mit seinem Flugzeug. Alter, ich will die Waffe wechseln, aber er macht nicht. So, da oben ist schon einer. Egal. Waffen wechseln mit einem Mausrad ist ja auch immer schwierig, weil ich so ein blödes Mausrad dazu habe. Der hat mich weggeballert. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Secondary ich ausprobieren soll. Weil wenn das so weiter auf dem Fernkampf bleibt, dann bringt mir der Flammenwerfer nicht sehr viel. Im Nahkampf ist er natürlich unschlagbar, weil ihr habt es gesehen. Ich habe den Typen einmal angekokelt, bin einfach weggelaufen, weil das Feuer hat den Rest erledigt. Ich kann das Flugzeug nicht abballern, weil ich noch in der Safe Zone bin. Schießt er auf mich? Nee, der schießt unter mir durch. Dann ist er gut. Ist er runtergesprungen? Warum springt er runter? Ich wollte ihn voll von unten ausräuchern. Der Flammenwerfer macht nämlich Schaden durch Wände. Tschüss. Haha. Du bist gestorben. Haha. Einfach ankokeln und weglaufen. Das ist nämlich auch der Nachteil im Flammenwerfer. Auch wenn man die Leute safe killen kann, dauert es ein bisschen, bis sie tot sind. Ich muss ein bisschen höher zielen. Gut zu wissen. Wo sind denn die Gegner? Hallo, ich darf nicht durch dieses Fenster durch? Okay. Alles klar. Und defeat. Wir haben schon wieder verloren. Aber ich habe auch kaum Gegner gesehen. Was ist denn die Meta? Wo zummeln sich die Leute alle rum? Oder ist das wirklich so Fernkampf auf dieser Map? Ich hätte gerne eine kleinere Map. Krunker, da müsst ihr doch mal was machen. Schaut euch das an. Ich habe kaum Kills gemacht. Ich bin sogar einmal gestorben. Das waren das. Oder doch Team Deathmatch. Na gut, dann wohl doch Team Deathmatch. Bei Capture the Flag hätte ich zumindest sichern können, dass es halt zwei Hotspots gibt, an denen alle Leute chillen. Ich kann mir auch die Dragoon aufholen. Macht weniger Schaden, hat aber eine höhere Feuerrate. Na. Will er rein? Nee, er will nicht rein. Okay. Dann fliegt mal los, meine Freunde. Sind das der Gegner? Oh nein, ich bin mit Dings rausgesprungen. Ich hoffe, mein Flammenwerfer ist jetzt nicht wieder verbuggt. Man darf nämlich aus dem Helikopter nicht mit der Leertaste rausspringen. Dann macht der Flammenwerfer manchmal keinen Schaden mehr und der einzige Fix dafür ist einsteigen. Nein, ich darf hier nicht einsteigen, weil ich das noch nicht habe. Dann eben nicht. Einsteigen und aussteigen wäre der einzige Fix, aber ich habe keine Fahrzeuge, die ich nicht habe. Das ist richtig schlimm, wenn der Flammenwerfer keinen Schaden macht. Dann bist du nämlich komplett hilflos. Du ballerst auf die Leute, denkst, du tötest sie. Du siehst nichts mehr wegen dem Feuer, aber nichts passiert. Bitte fix das, Leute, bitte. Lauf doch nicht weg. Ach, komm schon. Ich will doch nur in den Nahkampf. Warum bleiben alle weg von mir? Wo sind eigentlich die ganzen Gegner? Wir sind hier im Castle. Ich dachte, hier spielt die Musik. Ich stürme jetzt fort zu den Gegnern, wobei ich mir sicher bin, wenn ich dort bin, ja, dann werden die mit den Fliegern alle rüberfliegen zu uns. Was machen die denn alle da oben in der Luft? Ich will einfach kämpfen. Guck mal, die fliegen alle durch die Luft. Die haben nichts Besseres zu tun. Ich wünschte, es gäbe hier Friendly Fire bei den Flugzeugen. Die würden sich alle gegenseitig runterholen. Komm ran, Minion. Aha, 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 stirb. Haha, es ist so schön. Wenn man es dann endlich geschafft hat, meinem Gegner zu begegnen, dann macht's Spaß. Das sind halt die Freuden im Leben. Was war das denn?
Ja, wo ist er? Oh, der ist weg. Hallo. Hallo, Gegner. Please. Komm her. Haha. Was willst du tun? Er dachte, er wäre in der besseren Position, aber ich habe den Flammenwerfer. Die Waffe ist eigentlich schon total overpowered. Wie viel HP hat der? 0? 200? Er hatte noch 200 HP. Na gut. Übrigens, das hieß doch, irgendeine Waffe wurde kostenlos gemacht. Wo ist die kostenlose Waffe? Free Gun? Wo? Ja, was ist eine Secondary, die sie kostenlos gemacht haben? Scheinbar nicht. Ja, dann weiter mit The Flammenwerfer. Ich meine, ich habe in dieser Runde immer noch nichts gemacht, weil man begegnet einfach keinen Gegnern. Was soll denn das? Vielleicht muss ich auf einen anderen Server, wo die Leute auch ein bisschen anders spielen. Weil wenn auf dem Server wirklich alle die ganze Zeit in der Luft unterwegs sind, was soll ich tun? Ich habe keinen Bock auf Luftkämpfe, die sind blöd. Nein, in der Luft kannst du halt nur so ein bisschen schwammig schießen und hast kein Gefühl dafür, wann du stirbst. Oh nein, er macht wieder keinen Schaden. Gott sei Dank. Danke für die Rettung. Weil der Flammenwerfer hat keinen Schaden. Seht ihr, ich schieße gerade, aber nichts passiert. Der Flammenwerfer ist verbuggt. Ich muss in ein Fahrzeug einsteigen. Please, take me with you. Flammenwerfer schießt immer noch nicht. Der Flammenwerfer schießt einfach immer noch nicht. Was soll ich tun? Ich hoffe einfach, dass er jetzt schießt. Nein, der Flammenwerfer ist kaputt. Ich habe versagt. Naja, immerhin habe ich überlebt, obwohl der Flammenwerfer kaputt war. Das müssen die wirklich unbedingt fixen. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Flammenwerfer, der einfach nicht schießt, wenn du aus dem Fahrzeug ausgestiegen bist. Die einzige Möglichkeit ist dann, bei jemand anderen mitzufahren. Das geht aber nicht, wenn du alleine spielst. Oder halt zu Fuß ins Schlachtfeld rennen. Das geht gar nicht bei so einem riesen Schlachtfeld. Endlich, capture the flag. Ich habe das Gefühl, die Leute picken einfach immer das, was in der Mitte ist. Kann das sein? Ja, okay. Die Hälfte pickt das, was in der Mitte ist. Die andere Hälfte pickt das Team Deathmatch auf diesem Server. Aber wir haben Capture the Flag bekommen. Intermission. Wollen wir uns Skins kaufen? Wollen wir? Warum steht hier kein Preis bei? Achso, kostet. Okay. 100.000 für einen Epic Skin mache ich doch nicht. Oh, take me with you. Los geht's. Ich werde nicht einsteigen. Du fährst. Ich hinten. Fahr los. Ah, ich find's schön. Es erinnert mich an gute alte Zeiten in GTA San Andreas. Immer hinten auf den Autos draufstehen. Mickey has the flag. Sollen wir aufhören? Ich dachte eben, nein, ich bin eingestiegen, deswegen. Wie bin ich eingestiegen? Alles klar, was geht hier überhaupt ab? Warum steht hier ein Flugzeug? Warum steht da ein Flugzeug? Du wirst es nicht weit schaffen, Bro. Alter, wie hat er mich weggeballert mit einer AK? Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die AK macht total wenig Schaden. Der muss mir die ganze Zeit nur Headshots gedrückt haben. Oh. Nimm mich mit. Ich habe mich noch nie so Transporter gefühlt. Ich verlasse mich einfach drauf, dass der Homie mich ans richtige Ziel bringt. Ich habe irgendwie das Gefühl... Hallo? Okay, ich dachte, hier wäre ein Gegner. Aber da hinten ist der Gegner und der ist tot. Jo, dann mal rein in die Schlacht, hoffentlich. Warte mal, ist da oben jemand? Entschuldigen Sie, Mister. Hier ist doch niemand. Also dann. Dann ist ja gut. Oh, man muss höher zielen. Warum gibt es einen Bullet Drop? Wer hat das erfunden? Oh, 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 oh. Baller doch nicht auf mich, während ich auf den anderen baller. Wir müssen ihn protecten. Was machst du eigentlich? Ich habe übrigens gar keine Orientierung, weil ich bei dem Typen hinten in dem Teil drin war. Okay. Worauf schießt du? Warum sind die alle immer in der Luft? Was ist los mit euch? Wir müssen Capture the Flag spielen. Alter, ich war doch schon in Deckung. Ich schwöre, diese Leute sind zu insane mit ihren AKs. Ah, ich hätte einfach ein eigenes Fahrzeug spawnen sollen. Ich meine, ich folge jetzt wieder der Mission. Ich gehe hin zur Flagge der Gegner und warte dort, bis dann endlich mal Bodentruppen kommen. In Klammern, keine Flugeinheiten. Guck mal, die sind die ganze Zeit in der Luft. Was ist los auf diesem Server? Irgendwer hat auf mich geschossen, ist mir egal. Ich habe ein Ziel. Ich werde dieses Ziel erreichen. Aber es kribbelt mir meinen Fingern, die Leertaste zu drücken zum Rausspringen. Alter, diese Helikopter. Okay, ich glaube, ich will es erst im nächsten Video machen. Aber ich werde es jetzt auch im nächsten Video machen. Wir kommen nicht dazu, den Flammenwerfer einzusetzen. Deswegen fange ich gleich die nächste Aufnahme an. Ich kaufe mir nochmal den Quad-Raketenwerfer. Und damit holen wir dann in Zukunft die ganzen Helikopter vom Himmel. Die da hinten holen wir uns noch. Und dann beende ich das Video. Haha, haha, haha. Kannst mich gar nicht sehen. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das Video ist vorbei. Das war's und ciao.